Hey Leute, guckt mal, wen ich gefunden hab. Ich wusste doch, dass das 1 und 2 einen Sinn hatte. Wenn man das nämlich andersrum dreht, nämlich ein nach Osten und zwei in den Süden, findet man diesen netten Burschen hier. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Ah, es ist nicht mein Tag. Knöchel verstaucht. Hi, ich bin Young vom DRI. Jetzt kann ich Armormon nicht suchen. Kannst du Monmon DDNA für mich suchen? Von ihm für mich suchen? Komm schon, du bekommst Monmon als Partner. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Jetzt haben wir den letzten DRI-Agenten gefunden. Ich wusste doch, dass irgendwas in der Wüste war. Items habe ich keine gefunden. Ich habe die ganze Wüste aus dem Kopf gestellt. Zumindest glaube ich, dass es die ganze Wüste war. Aber gut. Dann machen wir noch eine kleine Special-Episode. Und zwar werden wir uns jetzt die letzten Digimon-Partner besorgen. Immer nach Norden gehen, dann kommt man früher oder später raus. Jawohl. Denn, obwohl... Wo zur Hölle... Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, wo Kyokimon ist. Ich weiß, wo Armormon ist. Die Frage ist, wie kommen wir da am schnellsten hin? Okay. Exvemon ist nicht gerade die beste Wahl, um hier zu leveln. Vielleicht macht aus Eisblau ja mehr Schaden, wobei, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Absolut gar nicht. Okay, so geht's natürlich auch. Das hättest du auch in der ersten Runde machen können. Man sieht schon Level 55 mit allen Stufen und wir sind, glaube ich, nur noch ein Level von Level 28 entfernt. Ja. Dann gehen wir jetzt Kyokimon und Armormon uns holen und dann holen wir uns die letzten beiden Digimon, die uns noch fehlen. Dann gilt es zu überlegen, ob wir jetzt das Team schon ändern wollen oder nicht. Weil ich würde sagen, wir sollten uns festlegen, solange noch die Zeit dafür ist. Denn wir werden später nicht mehr zu allzu viel kommen und ich möchte das Team so lange wie möglich zusammen haben. Ich wäre sogar bereit, Wemon ins Team zu nehmen, auch wenn Kumamon jetzt schon Ex-Wemon hat und ziemlich hoch gelevelt ist. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel, bis es, wobei, es müsste sogar schon Peldramon gelernt haben. Also gelernt, es müsste eigentlich schon gelernt haben, zu Peldramon zu digitieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, Level 40 oder so hätte es das lernen müssen. Ich habe gar nicht im Kopf, ob es das gelernt hat oder nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen. Die Auktion können wir vergessen. Das haben wir letztes Mal ja gesehen. Renamon haben wir uns geholt. Wir könnten... Okay, wir müssen nochmal zurück. Sorry, wir müssen nochmal zurück. Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, wo Kyokimon ist und da will ich jetzt auch zuerst nachsehen. Und wenn es dort nicht ist, dann habe ich keine Ahnung. Dann müssen wir uns irgendwann später überlegen, wo wir es finden können. Wenn es dort ist, wo ich denke, dann bin ich nur umso glücklicher. Das bedeutet, das würde dann allerdings auch bedeuten, ich habe es damals nur durch Zufall gefunden. Wobei ich habe alle Digimon damals nur durch Zufall gefunden. Aber das war eine besondere Art von Zufall, denn ich habe die Digimon... Ich habe nämlich eigentlich jede Zone damals immer abgesucht, um die Digimon zu finden und Kyokimon habe ich da eher zufällig gefunden. Weil ich vergessen hatte, dass ich den Auftrag hatte, es zu suchen. Ich wusste nicht einmal, was Kyokimon zu dem Zeitpunkt war. Vor dem Spiel habe ich es nie zuvor gesehen gehabt. Kyokimon sieht auch schön aus. Generell, die Kotemon-Digitationslinie ist sehr bunt. Da gleich keine Digitation der vorherigen, aber... Hatten wir dich schon interviewt? Dieser Westsektor ist verdächtig.
Du schon wieder, geh mir aus dem Weg. Ich glaube ja, ich glaube, mit dir haben wir schon gesprochen gehabt. Ich muss nur gerade überlegen, wo war die Anlegestelle da? Da ist die Anlegestelle. Ach, nicht du schon wieder. Fahr zur Hölle. Ich sagte, du sollst es zur Hölle schicken. Das wird so nix. Etemon kann nämlich Small Heal und benutzt es immer in der letzten Runde, bevor dies braucht, um down zu gehen. Das heißt, wir müssen das K.O. treffen, und zwar so schnell wie möglich. Komm schon, K.O. Treffer. Nein, es wird sich jetzt wieder voll heilen. Yep. Das dauert jetzt ein bisschen. Lehnt euch einfach zurück. K.O. Treffer. Danke. Dieser Kampf hätte jetzt unnötig länger dauern können. Hat der aber nicht darüber... Oh, Entschuldigung, darüber sollten wir froh sein. Ich frage mich, ob wir nur das Level haben, um die Digimon zu bekämpfen. Armormon dürfte, glaube ich, schwer werden. Weil ich glaube, bei Armormon, da haben sich die Spieleentwickler wirklich gedacht, dass man es eher später findet. Weil da, wo es sich jetzt gerade befindet, sollten wir eigentlich nicht hin zu dem Zeitpunkt. Wir wissen noch nicht mal, dass dieser Ort existiert. Aber wir können ihn trotzdem schon erreichen. Nein! Submarimon, please! Weg, Dolphmon. Geh mir aus dem Weg. Wir haben keine Zeit für dich. War das ein K.O.-Treffer mit Blitzwirkung? Oh Mann, ey. Und ja, die Waffe ist eigentlich ein bisschen cheaten. Aber was soll ich machen? Wenn es die Waffe nicht hat, ist es viel zu schwach. Ich meine, gut, wir könnten uns jetzt mit Aska City Items ausrüsten. Das wäre möglich, aber ich will die Bits aufheben. So, Südkap. Genau wie hier wollte ich hin. Ich vermute nämlich, Kyokimon befindet sich folgendwo. Nicht in der Ruine. Da sollten wir immer noch am besten fernbleiben. Wobei, wir könnten es wahrscheinlich mit den Viechern aufnehmen, aber... Man muss sein Glück nicht herausfordern. Zumindest nicht unnötig. Und Glück habe ich sowieso nicht, wie man vielleicht schon an anderen Stellen gesehen hat. Und das war erschreckend wenig Schaden. Das war sogar erschreckend wenig Schaden. Naja, gut. Ich frage mich, ob die K.O.-Treffer bei Bossgegnern wie Kyokimon und Armormon gleich triggern werden. Ich bezweifle es. Wenn dem so wäre, dann... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich... Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Vielleicht weiß schon, oder zumindest vielleicht ahnt schon der ein oder andere, wo ich gerade hin will. Nämlich zurück nach Sotsako City. Nicht ohne Grund. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon... Ja, spätestens jetzt dürfte vielleicht der ein oder andere eine Idee haben, wo ich hin will. Jetzt sowieso, glaube ich. Ich will zurück in den unterirdischen See. Denn ich vermute, dort steht Kyokimon rum. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher jetzt, so während ich hier auf diese Plattform zusteuere. Für was anderes ist dieser Ort nämlich nicht zu gebrauchen. Da war ein nutzloses Item und sonst war da nichts. Erinnert ihr euch die eine Plattform, die ich besonders lange angeguckt habe? Ich habe damals nämlich, glaube ich, schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dass dort irgendwas sein sollte. Während ich in der Wüste nämlich herumgelaufen bin, um Items zu suchen, kam mir dieser Gedanke erneut. Und als ich dann den DRI-Agenten für Monmon gesehen habe und... Da kam es mir eigentlich schon wie Schuppen aus den Haaren. Dass das der einzige Ort ist, wo man ein solches Digimon wirklich verstecken könnte.
Oh, Level 60, ey. Oh, es hat sein Ultimate gelernt. Schick, schick. Die können wir dann jetzt gleich mal ausprobieren. Das Problem ist jetzt, wir haben jetzt keine Nötigung mehr dafür, Ex-Wemon weiter zu leveln. Deshalb werde ich gleich noch eben schnell den W-Laser zeigen und dann werde ich wieder Gilmon an die Spitze setzen. Hallo? Ah, okay. Wenn ich schon den Knopf drücke, dann beweg dich wenigstens. So. Okay, das war hier oben. Na. So, Shogun Geckomon. Und hier haben wir den W-Laser. Macht übelst geilen Feuerschaden. Das gegen das Vieh allerdings nicht allzu viel bringt. War aber trotzdem ganz guter Schaden. Dafür, dass es überhaupt nicht effektiv war. Okay, dann tauschen wir mal eben aus. Wir können noch eine Runde mit Metal Mamimon kämpfen. Ja, komm, das machen wir. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Kleinen. Yay! Attacke! David gegen Goliath! Ich wundere, dass das Vieh noch stehen kann. Wow. Diese Soundeffekte, das klang jetzt aber wirklich brutal. Und das meine ich ernsthaft. Das klang wirklich brutal. Nix da, du stehst nicht mehr auf. Ah, gut, du hast eh ein Level Up. Ausgezeichnet. 490 Bit? Meine Fresse, was geben die denn hier für eine Erfahrung? Das ist ja der Hammer. Du hast Wargrollmon, jawohl, du hast Ex-Wemon. Ex-Wemon können wir bei Gelegenheit dann auch austauschen gegen eine andere Digitation, weil höher leveln hat keinen Sinn. Du hast noch Angewomon drauf. Achso, Magnangemon hat Mega Protection gelernt. Ich habe damit gerechnet, dass es die Technik lernt, nur ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich irre. Ich hätte lieber eine andere Technik gehabt, nämlich Silphstorm. Ist das der stärkste Windangriff? Ich glaube schon. Und da steht es! Kyokimon! Ah, oh, es ist so wunderschön! Ah, oh, es ist so wunderschön! Ich will mich nochmal eben voll heilen, bevor ich kämpfe. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung, wie stark das was? Bin ich auf Status gegangen? Ich wollte hier drauf. Ich habe nämlich überhaupt nicht im Kopf, wie stark die Digimon sind. Ich vermute, Armormon ist das stärkste, aber das gilt es jetzt noch herauszufinden. Hallo? Hey, du da! Was willst du? Hey, Kyokimon, tu mir einen Gefallen. Gibst du mir die Kotomon-DDNA aus deiner DDNA? Ja, mal sehen. Unter einer Bedingung. Zuerst müsst du mit mir kämpfen und gewinnen. Ist das fix! Alter, es ist schneller als wir! Oh! Und der Counter! Oh Gott! Dieser Kampf! Wie fängt der denn bitte an? Holy fuck! Oh mein Gott! Alter Schwede! Holy shit! Das war ja geil! Zum Glück war das ein physischer Angriff, den konnten wir direkt... Oh mein Gott! Stop it! Einen haben wir abgeblockt. Okay, jetzt macht es schon wesentlich weniger Schaden. Jetzt können wir mal einmal eben alles austauschen, please. Damit alle EP bekommen. Bitte jetzt nicht angreifen.
bitte, beziehungsweise wenn du angreifst, Patamon, bitte konter nicht. Okay, jetzt wo du einmal im Kampf warst, können wir nicht wieder aufstarten. Was soll? Oh Gott, da kommt es wieder. Bat, bat, bat! Okay, den letzten haben wir abgewehrt. Konter? Braucht es gar nicht. So charge, please. Da kommt nochmal Angriff und oi! Attack! Das hat jetzt nicht ge... Es hat gegriffen. Okay, man kann jetzt sagen, es sind jetzt keine wirklichen Bosse, es sind nur Mini-Bosse so gesehen, aber... Da sollte so ein Effekt nicht greifen. Verdammt. So hätte es jetzt echt nie enden müssen. Ich glaube nämlich, es hätte den Schlag eigentlich überlebt. Okay, das war jetzt ein bisschen unehrenhaft. Ah, der Kampf hat so episch begonnen. Okay, das heißt für mich, ich werde Gableomon gegen Armormon gleich nicht einsetzen. Wenn ich nicht irgendwie die Nötigung sehe, im letzten Moment den Kampf noch umreißen zu müssen. Ich habe Kyokimon besiegt. Ihr Digimon seid sehr stark. Das war der größte Spaß seit langem. Hier, nimm sie. Yeah, ich habe die Kotemon-DDNA. Danke, Kyokimon. Deine Digimon sind stark. Bin gespannt, was daraus wird. Yay! Das war episch! Ich kann gar nicht beschreiben, wie episch ich das gerade fand. Ich hätte zwar eigentlich gehofft, dass unser Stoßmeter voll wird, sodass wir eine Stoßdigitation hätten, aber nein! 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 Abwehren! Oh shit. Nein, 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 nein. Oh, geil. Oh, what the... Okay. Geil, wieder keine Verwirrung. Wir haben noch nicht ein einziges Mal die scheiß Verwirrung auf uns drauf gehabt. Oh, ich freue mich so. Alter, diese EP sind nicht von dieser Welt. Vor allem das Bit. Vielleicht sollte ich lieber hier trainieren, statt in der scheiß Wüste. Aber nein, 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 auf gar keinen Fall. Gut, wir haben die Kotemon-DDNA bekommen. Was jetzt noch fehlt, ist die Monmon-DDNA. Und ich will da mal was ausprobieren. Denn wir können, glaube ich, mit Submarimon in den Nordsektor, wo wir auch hin müssen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo wir dann rauskommen werden, aber das werden wir ja gleich dann sehen. Oh, wie geil der Kampf gerade begonnen hat. Oh, ich finde es immer noch schade, wie dreckig er geendet hat. Ich werde Gableomon nicht einsetzen gegen Armormon, es sei denn, ich muss es wirklich tun. Wir haben übrigens, glaube ich, noch kein einziges Mal unsere Digimon verloren. Also ich glaube, noch keins war irgendwie mal K.O. oder so. Das ist für mich auch ein Rekord, ehrlich gesagt. Ah, natürlich. Schick es zur Hölle, bitte. Wenn man genau hinguckt, diese komische, lange, diese Stahlschnur, Titanschnur, die es auf dem Rücken hat, wenn man genau hinguckt, wenn es zuschlägt, könnte man meinen, es trifft den Gegner wie mit einer Peitsche damit. Habt ihr gesehen? Ist mir zwar schon länger aufgefallen, aber ich wollte es jetzt mal erwähnt haben. Ah, vielleicht schaffen wir bis Level 28 noch unseren Ultimate. Ultra-Level werde ich generell bis Level 99 hochbringen, weil sie erst auf dem Level das Mega-Level erlernen. Außer die eigentlichen Ultra-Level der jeweiligen Digimon. Die erlernen das Mega-Level natürlich mit eigenem Level 40. Wovon wir, wenn man es so sieht, eigentlich auch gar nicht mehr so weit entfernt sind. Sobald wir das Mega-Level dann haben, geht eigentlich die ganze Scheiße mit dem Leveln erst wirklich los. Und ich habe schon einen ungefähren Plan im Kopf, welche Digitation ich am Ende haben will. So, wir können hier jetzt mehrere Dinge tun.
bevor wir weitergehen zu Armormon. Ich mache das wieder eine Überlänge-Folge. Kann ich ja auch mal machen, so Special-Folgen, wenn ich gewisse Events machen will. Wobei das nächste Event, ich glaube, nachdem wir das haben, sind dann nur noch die Items die nächsten Events. Und das können wir uns auf längere Sicht erstmal wieder abschminken. Aber egal. Ist weg. Ich müsste eigentlich auch mal zu Dive, wenn man die ganzen Booster eintauschen, die ich habe, aber jetzt nicht. So, wir möchten die Digitation von Kumamon ändern. Von Ex-Wemon. Das hat Peldramon echt noch nicht gelernt. Die Frage ist, was leveln wir als nächstes? Wir haben zwar mit Kyubimon angefangen, aber ich finde Kyubimon ist ein so schlechtes Level. Ist so schlecht zu leveln für... Digitamon ist auch eigentlich Bullshit. Stimmt. Für Peldramon muss es Dingmon können. Die Frage ist nur, wie lernt es Dingmon? Gut, dann nehmen wir erstmal Kyubimon mit. Weil im Moment hat es keinen Sinn für mich, wow, Metall Mamimon mit reinzunehmen für Kumamon, weil Gilmon kann es. Es sei denn, wir können Gilmon vielleicht noch etwas anderes beibringen. Aber ich glaube nicht. Nee, es hat nämlich sonst nur Angemon. Es hat die wenigste Digitation von allen unseren Digimon im Team. Hingegen Patamon hat richtig an Digitation zugelegt. Wenn wir Angemon auf Level 60 haben, haben wir nämlich schon das Mega-Level, Rosemon. Oder Rosemon, oder wie auch immer man es haben will. Sagen, haben, whatever. Die Werte sind auch gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube Magna Angemon... Im Grunde hat es dieselben Werte wie Magna Angemon. Man merkt, es ist ein eher schwaches Mega-Level. Aber es lernt danach ja noch ein Mega-Level und auf dieses bin ich scharf. Auf dieses bin ich sowas von scharf. Ich kann die Schärfe gar nicht in irgendeine Art Intensität beschreiben. Okay, ich glaube nämlich, wenn wir hier ins Wasser gehen, können wir einmal nach links und nach rechts. Nach links müssen wir nicht. Ich sag mal so viel, man muss da nicht hin, wenn man Kumamon im Team hat, denn dort würde eigentlich Gableomon dann auf uns warten. Ich glaube, wenn wir nach rechts gehen, kommen wir im Nordsektor irgendwo raus. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es jetzt mal riskieren. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Selbst wenn nicht, dann kommen wir irgendwo im Südsektor wieder raus. Schlimmstenfalls im Westsektor. Okay. Go, Submarimon, zu neuen Ufern! Ich wollte schon sagen. Ich sag nix. Okay. Das lief alles zu glatt. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir eine Fahrt hinbekommen ohne einen Random Encounter, aber hey. Man hat uns ja eigentlich ganz gut in Ruhe gelassen. Abgewehrt. Patsch. Yeah. Level-Ups, mehr Level-Ups. Ich giere nach Level-Ups. Oh, mal gucken, wo wir rauskommen. Wir sind im... Zentralsektor. Yay, wir sind im Nordsektor. Awesome. Awesome. Und gar nicht mal so weit entfernt zu dem Ort, wo wir eigentlich hin wollen. Auch wenn wir jetzt noch ein bisschen laufen müssen, aber das kriegen wir hin. Ich weiß nur nicht, ob ich dann einfach Schluss mache, wenn wir bei Armormon sind. Ich gucke mir immer auf die Uhr, was die Uhr sagt. Oh Mann, wir haben schon richtig krass... Wir haben schon fast 25 Minuten. Okay, ich glaube, ich mache dann nach dem Kampf gegen Armormon wirklich Schluss und setze dann dort ein, wenn wir die Digimon abgeben. Oder in der Fabrik. Entscheide ich spontan. Entweder geben wir die DDNA dann ab und starten damit die nächste Folge, oder aber wir starten in der Fabrik und geben die DDNA dann später.
So oder so, wir kommen zu unseren Digimon. Das ist auch gut so. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine... Ich habe mehrere SMS. Was? Wer schreibt mir? Wer schreibt mir? Wer hat denn so viel Freizeit, mir zu schreiben? Es interessiert mich, nachdem wir Armormon erledigt haben. Mein Gott. Digimon World 3. Ich sage mal so. Jetzt zu dem Zeitpunkt hier gerade haben wir vielleicht ansatzweise ein Viertel. Haben wir ein Viertel erledigt? Oder vielleicht noch nicht einmal ein, oder noch nicht einmal ganzen Viertel haben wir erledigt. Nee, ich glaube noch nicht einmal ganzen Viertel der gesamten Storyline haben wir erledigt. Aber im gewissen Punkt werden wir keine sonderlich große Ruhezeit mehr zwischen den ganzen Sachen haben. Deswegen sollten wir das jetzt gerade noch genießen, wahrscheinlich. Also wir haben noch richtig viel vor uns und ich würde schneller vorankommen, Armormon zu finden, wenn ihr mich verdammt nochmal in Ruhe lassen würdet. Da fällt mir ein, bezüglich dem Ort, wo wir hingehen, jetzt gleich, wir haben so gut wie gar keine Kartenkämpfe bestritten. Was ich eigentlich schade finde, weil die Kartenspiele sind awesome. Aber ich glaube, so für Aufnahmen sind sie doch wirklich eher uninteressant. Wenn sie jetzt nicht gerade storyrelevant sind oder so. Und jetzt wollen wir nämlich am Daimonsee hier hinabtauchen. Tauchen. Und wollen uns auf dem Weg durch das Wasser machen. Und hier werden uns, glaube ich, auch Daimon angreifen. Ich hab's gerade gesagt. Und ja, Daimon. Und die halten... Die, glaube ich, machen doch ganz gut Schaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und halten auch... Ja, halten sogar ganz gut aus. Okay, das ist gut. Damit kann ich durchaus leben. Ich will mich in keinster Weise beschweren. Und wir sind schneller. Das freut mich. Bild, okay, das heißt, es ist im Grunde eigentlich genauso stark wie Dolphin und es hat nur mehr Leben. Okay, damit ist diese Erinnerung von mir auch Bullshit. Oh Mann, ey. Alle Erinnerungen von mir sind Bullshit. Ich habe das Spiel so viel schwerer in Erinnerung. Wahrscheinlich war ich ein solcher Kacknoob. Oh ja, listen to the beat. Wir sind auf der Duellinsel. Alles ist hier voll mit Daimon. Ah, hier haben wir einen zum Beispiel. Willkommen auf der Duellinsel. Ein Paradies für Duellanten, speziell für den Kartenkampf. Okay, mehr hast du nicht zu sagen. Und hier auf dieser Insel, warum auch immer, werden wir Armormon finden. Ich frage mich gerade nur... Okay. Oh, hier geht's weiter hoch. Ach, guck mal, wer hier steht. Sogar zweimal. Hey, ich habe einen perfekten Ordner. Jetzt schlage ich diese Weicheier. Daimon sind nämlich die Meister des Kartenspiels. Etemon hat seinen Stolz. Ich kann nicht gegen Daimon verlieren. Tja. Und wenn wir jetzt mit dem da oben reden würden, dann würden wir gegen ihn kämpfen und wir könnten uns durch all diese Daimon durchkämpfen bis zum Champion. Was wir jetzt aber gerade nicht tun wollen, denn seht mal, wer hier steht. Es ist Armormon. Und wir wollen uns mit ihm anlegen, damit die Episode ein Ende finden kann. Wer bist du? Steh mir nicht im Weg. Hey, Armormon, tust du mir einen Gefallen? Kann ich die Monmon-DDNA aus deiner DDNA haben? Geht nicht, sie ist zu wichtig. Wenn du sie haben willst, musst du sie mir wegnehmen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel Damage er jetzt macht. Was habe ich eigentlich geladen? Ach ja, Metal Attack. Darum, Mega Protection. Nur zur Sicherheit. Er ist so cool, er macht es genau wie Warbrummer mit Shockwave. Ah, okay. Er macht doch ganz schön Damage.
Was übrigens OP sein kann, unter Umständen, Counter-Alert und Counter-Wappen kommen unabhängig voneinander. Das heißt, erst kommt der Counter-Alert, dann kommt der Konter. Man kann damit ganz gute Kombos machen. Vor allem mit solchen Digimon wie Vorgromon. Darauf muss man allerdings mit Konter zu plädieren, ist nicht so mein Ding. Okay. Oh, Justice Strike. Das ist awesome! Pew, 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 pew! Okay, wir haben einen Schlag nicht geblockt. Okay, es macht nicht so viel Damage. Und jetzt kommt der Counter. Willst du mich veräppeln? So, den Rest machen wir mit Magna Angemon. Und dann später... Okay. Okay, es hat allen Schaden hinnehmen müssen, aber okay. Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, Kyukimon ist, glaube ich, das stärkste. Nimm diesen Windangriff. Mal sehen, wie gut du ihn wegsteckst. Überhaupt nicht gut. Okay. Jetzt können wir ruhig Gabliomon benutzen, weil jetzt ist es egal, ob K.O.-Treffer oder nicht. Leomon, ich wähle dich, um die Sache zu beenden. Okay, mit normaler Abwehr, mal gucken. Oh, okay, mit normaler Abwehr macht er dann doch ein bisschen Damage. Und zack, das war's. Und damit haben wir auch Armomon erledigt. Und haben damit die Monmon-DDNA. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr geil. Ich habe Armomon besiegt. Wie konntest du? Aber du hast gewonnen. Hier, nimm sie. Toll, ich habe die Monmon-DDNA. Danke, Armomon. Gegen dich verloren. Ich muss mehr trainieren. Okay. Damit haben wir die letzten beiden Digimon so gut wie in unserer Liste. Wir haben die DDNA, können sie uns jederzeit jetzt abholen. Damit ist unsere Sammlung komplett. Den Teil können wir von der Liste streichen. Alle Digimon befinden sich in unserem Besitz. Jetzt heißt das nur noch, das Team zusammenstellen, mit dem wir später das Endgame machen wollen. Und ich glaube, ich entscheide mich vor dem größten Event... Das passieren wird schon, allerdings schon relativ bald. Bis dahin kann ich ja noch mit dem momentanen Team was machen. Aber wir werden schauen, was ich bis dahin dann mache. Auf jeden Fall geht es im nächsten Part dann weiter irgendwie. Ich entscheide spontan. Bis dahin. Baba!